Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frostbank. Und bringt mich nicht, ich bin ein Ingenieur. Verschwindet, wir gehen nach Hause. Aus dem Weg, ihr Punkt, Punkt, Punkt. Aus dem Weg, bitte. Wir müssen diese Schiffe kriegen. Letzte Schiffe. Während unter den wachsamen Augen der bewaffneten Aufseher die letzten Vorbereitungen auf dem Schiff getroffen werden, stürmt eine Gruppe verzweifelter Menschen zum Hafen. Sie wollen sich mit Gewalt den Weg an Bord der Schiffe bahnen. Sie werden nicht aufhören, wenn wir sie nicht gewaltsam aufhalten. 5% der Arbeiter und Ingenieure werden verletzt. Die Unzufriedenheit steigt erheblich. 15% der Arbeiter und Ingenieure verlassen die Stadt. Die Motivation sinkt erheblich. Haltet sie gewaltsam auf. Es gibt kein Entkommen. Kapiert das doch mal. Ihr fährt in euer Verderben. Es bringt niemanden was, wenn ihr weg seid. Gleich haben wir das. Die Motivation steigt geringfügig. Das hat uns bis jetzt immer geholfen. Das war ja schon mal wenigstens etwas. New Lore. Wie könnte man denn da einsetzen? Arzneiausgabe, Arbeit, Standardisierung. Einwohner mit kurzen Schichten sind besser ausgeruht. Bei guter Planung können wir ihr volles Potenzial ausnutzen. Kurze Schichten sorgen für etwas Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Du musst eine Arzneiausgabe bauen. Die Behandlung kann neben... So. Was schreibt er? Ja, hier ist die Pille. Geh wieder an die Arbeit und innerhalb einer Woche kippst du tot um. Nein, danke. Ich habe schon von solchen Pferdeärzten gehört. Das sind Mörder. Pflegeheim haben wir gebaut. Sieht's aus. Die Behausung ist leider kalt. Technologie haben wir jetzt nichts da. Aber wir haben drei Leute, die da schön wohnen können. Sehr schön, sehr schön. So, ein bisschen Motivation ist immer wichtig. Hier können wir leider nicht mehr Motivation rausholen als... Gebäudeisolierung und sowas haben wir drin. 32 Kranke. Bei ihr. In Behandlung, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zur Behandlung. Was machen die ganzen Menschen hier? Kosten 10 Essenrationen abgeklinkt. Das macht die schneller fit jetzt hier. Na komm. So, das wäre jetzt... Was? Es ist vereist, vorbei. Es ist vorbei. Er ist außer Betrieb. Wir können die Hafen alle ausschalten, die sind alle außer Betrieb. Es kommt doch kein Schiff mehr hier vorbei, oder? Ich weiß nicht, ob da noch Schiffe kommen oder nicht kommen. Wir werden sehen. Ach, bis 18 Uhr. Kein Mensch hier, warum verbrauchst du denn das?
Oh je, oh je. Ich hoffe, wir schaffen das noch in den kommenden Tagen, dass jetzt 3 Tage in Verzug bin ich schon. Mit meiner Bauplanung hier. Aber ich kann diese Thermohülle nicht bauen ohne diese 25. Die fehlen mir einfach. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Schichten jetzt hier mal langsam. Sie haben uns nicht, sie haben uns im Stich gelassen. Warum sollen wir noch arbeiten? Oh Mann, jetzt wir sind alleine. Im Lager herrscht unheimliche Ruhe. Jetzt, da die letzten Schiffe abgelegt haben, können wir uns nicht mehr auf Unterstützung von außen verlassen. Keine Vorräte, keine Post, keine Evakuierung bei Notfällen. Wir sind auf uns alleine gestellt. Die Motivation sinkt mit jeden Morgen noch weiter. Wir sind dabei, diese Motivation in Richtung anzutreiben. Um sie aufrecht zu erhalten. Na komm. Na kommt, liebe Leute, sammelt das ein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube nicht, dass das... Wir werden hier ständig krank da. Aber wir können nicht mehr bauen. Wir müssen erstmal das Ding fertig jetzt kriegen hier. Ich muss 50 Stück davon herstellen. 50 Stück. Wie? Keine Ahnung. Und ich bin schon 3 Tage im Verzug. Ich schaffe das im Leben nicht mehr. Da will wieder jemand was. Jede Minute macht hungrig. Sir, die Kälte naht und die Leute machen sich Sorgen um den Nahrungsmangel. Einige Leute beschweren sich darüber, dass die Aufseher ihre Autorität missbrauchen, um die Verteilung der Essensration zu kontrollieren, um sich dabei selbst Motivation sinkt. Die Unzufriedenheit steigt. Niemand klaut hier Essen. Es wird sich an die Regeln gehalten. Na komm. Wir werden das dann noch schaffen. Hoffe ich, ohne Probleme. Sieben Ingenieure. Die könnten wir eigentlich... Hier fehlen zum Beispiel Aufseher. Da haben wir schon mal Effizienz. Ist jetzt schon mal gestiegen. Und dann brauchen wir nochmal hier... Oh Mann, oh Mann. Im Streik. Tag geschlossen. Erforderungen können massiv anstehen. Ah. Ganzen Tag frei. Wie wär's denn damit, okay? Könnt ihr ganzen Tag frei haben. Wir können bald mit dieser Baustelle anfangen. Gott sei Dank, ey. Das ist echt 25. Wir können mit der Baustelle anfangen. So, da. Die erste Ummantelung steht. 50 Regularien. Heizung an.
Das. Gib mir nochmal 5 davon. Mindestens, um das Ding anzutreiben. Na kommt schon, liebe Leute, kommt. Kriegt da noch wohl 5 hin. 3. Nur ein bisschen Wärme. Sir, die Arbeiter auf der Baustelle wissen es wirklich zu schätzen, dass du die Heizung eingeschaltet hast. Aber die meisten von ihnen beschweren sich, dass die Wärme an ihrem Arbeitsplatz kaum spüren. Kurze Pausen um uns wieder wäre eine große Hilfe. Treibt sie nicht zu weit. Die Unzufriedenheit steigt. Solange die Heizung auf der Baustelle läuft, verringert sich die Effizienz. Dafür sinkt das Krankheitsrisiko. Also. Ach, weiter. Wir haben keine Zeit. Wir sind kurz vor Fertigstellung und dann kommt ihr mir so. Mach das Ding fertig jetzt. Und das wird durchgearbeitet. Wir sind in einem Tag, will ich durch sein. Inspektion, okay. Na kommt schon. Dann haben wir 4 und Nummer 5. Nummer 5, beeil dich. Es ist so langsam. So, jetzt aber Vollgas. Oh Mann. Da brauchst du auch nochmal eine Heizung. Dampftauscher. Thermohülle. Diese riesige Hülle umgibt das Feuer nochmal. Ich wüsste gar nicht, wie wir das alles herstellen sollen, ey. Tag 25. Wir können Tag und Nacht arbeiten. Wir würden das nicht hinbekommen. Jetzt habt ihr doch genug Wärme. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass das jetzt nicht mehr so. Wir haben schon die Heizung eingeschaltet und alles. Es ist wahnsinnig kalt, ey. Wir müssen in den Krankenhäusern die Heizungen einschalten. Ist das warm? In der nächsten Stufe könnte es schon kalt werden. Oh, 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 der ist schon warm. Ah, mach da lieber die Heizung an. Weil die Leute sind krank und wenn die krank sind. Ah, was ist er? Mm-hmm.
So. Und gut dabei. Das Loch ist noch nicht abgetragen. Da sind noch ein paar einige. Die können damit arbeiten. Oh Mann. Es kommt doch gar keine mehr, ist außer Betrieb. Im Moment. Hast du noch hier überhaupt Holz? Ah, 77. Wenn hier nichts mehr ist, dann ist auch bald Schicht im Schacht. Kannst du die eigentlich auch nach Hause schicken, ja. Die auch. So viel ist da nicht mehr. Und außerdem haben wir genug Holz. Was machen wir denn da jetzt? Ach, diese Produktion, ne, das ist immer... Kohle sparen, sparen wir Kohle. Jeden Ofen, den wir ausschalten können, schalten wir aus. Warum soll er denn anbleiben? Genau. Wir können auch nichts mehr forschen. Das ist vorbei. Entweder schaffen wir das jetzt in diesen Tagen. Wir sind schon mit 3 Tagen im Verzug. Oder wir schaffen es halt nicht. Und wie ich das so sehe, brauchen wir nochmal 25 und 10 Stahlgemische. Wir haben schon 6 Stahlgemische haben wir schon. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche wirklich mein Bestes. Ey. Eigentlich könnten wir die hier auch abbauen. Die könnten wir abbauen. Die würde uns auch nochmal 15 Stahl geben, aber... Braucht kein Mensch. Ihr braucht auch nicht zur Arbeit zu kommen, ihr seid frei. Es sind nur noch die hier. Arbeit beginnt wieder. Gut. Was meinst du, wie schnell die sind, hä? Brace yourselves. Cold is coming. Oh, wow, 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 ja, wei, ja, wei, ja, wei. Schalt ein. Minus 40 Grad. Feuerstelle. Es ist einfach zu kalt. Es ist echt extrem kalt. Zehn brauchen wir. Genau. Okay. 10. Und die sind in ein Tag. Kokain. Kokain-Tabletten. Wir können nichts mehr machen, außer diese Kokain-Tabletten auch noch. Das geringe Risiko um Todesfälle. Kokain wir alle. Mit dem Frühstück reserviert werden, um den Einwohner mit einer Verdauung bei der Ausführung einer. Ein Cousin hat diese Pillen für ihre Prüfung genommen. Sie schwört darauf. Noch ein hinterlässiger Plan, damit wir härter arbeiten, falls nicht darauf hin. Denn nein, ihr sollt doch nicht darauf einfallen. Nein, das ist doch gar nicht so gemeint.
Ein Tag reicht, das ist. Ich brauche mehr davon. Von den Dampfkernen auf jeden Fall. Dingen brauchen wir nicht mehr viel. Aber von denen. Den Dampfkernen auf jeden Fall. Das muss ich beobachten und gegebenenfalls. So, hoffen wir mal, dass wir das schaffen, ne? Wir haben nochmal 50 Mitarbeiter, wenn wir da ein bisschen mehr Gas geben würden. Okay, was ist das jetzt hier? Frostbeulen. Einer unserer Leute hat Frostbeulen. Müssen wir es da nicht zerfallen? Ja, was soll ich denn machen? Ich I don't know. Ja, geht da nicht abbauen. Fertig. Aber wir brauchen die Kohle. Ja, dann bauen wir halt mal hier einen Ofen hin. Dass ihr nicht so viele Frostbeulen habt. Mehr als das ist im Moment nicht drin. Und jetzt verrückte Prediger. Sir, ein Generator. Am Generator hat sich eine Menschenmenge um einen großen, drahtigen Mann versammelt. Er stekuliert wild und schreit. Wir haben diesen babylonischen Turm gegen den Gott unseren Herrn errichtet und seinen Zorn gegen uns geschürt. Er hat den Frost über uns gebracht, um uns zu zerschmettern. Tut Buße. Legt eure Werkzeuge nieder und betet. Die meisten Leute gaffen nur, aber einige knien neben ihnen. Die Prediger wird verletzt, die Unzufriedenheit steigt. Festnahme erforderlich. Lasst ihn Frieden. Komm da weg. Lass mal die Leute in Frieden. Ja. Yeah. Medizin für alle. Kriegt ihr morgens serviert, seid ihr gut dabei. Eine kleine Pille. Ja. Erleichtert doch alles gleich. Kommt das Arbeiten ganz von selbst. Ich verstehe nicht, warum wir denn hier so Schienen haben und da nicht und so. I don't know. Wir haben nicht mehr viel Metall. Wir können wahrscheinlich anfangen, auch unsere Hütten langsam abzubauen, um das Ding fertigzustellen. Na komm, auf was wartest du denn? 25 Dampfkerne, ey. Es kommt jetzt stündlich kalte Unterkünfte. Was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ihr müsst damit leben. Es ist halt kalt jetzt. Außer Betrieb im Moment, okay. Sind schon 10. Wir brauchen noch 15 Stück. 15 mal 2.
Das wird nicht reichen. Das wird auf gar keinen Fall reichen. Ich wüsste nicht, wie ich das herstellen soll, ey. I don't know. Es ist hart an der Grenze irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das machbar sein soll. 19 Stahl, was habt ihr denn die Kirche? 8 Stahl. Die Essensrationen haben auch schon abgenommen. Ich wüsste nicht, was ich noch für Gesetze erlassen soll, damit ich hier interne Beförderung, Klassensteuer, Festnahme. Und das wäre dann Festnahme und König. Bekannte Unruhestifter und Unzufrieden können ohne Verhandlung verurteilt werden. Da sollte für mehr unfreiwillige Arbeitskräfte sorgen. Nach Einführung dieses Gesetzes kann nach 2 Tagen... Okay, neue Fähigkeiten, Ergreifung, Sicherheitsaußenposten. Jede Verwendung wandelt aber in Sträflingen um. Unzufriedenheit, okay. Das war's für uns. Ein kleines Tal. Das war's. Eine Arzneiausgabe bauen. Gesundheits. 20 Stahl. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Das ist alles gefroren. Bau den Hafen ab. Bringen wir wenigstens ein bisschen Stahl zusammen oder sowas. Das kann man nicht mehr abbauen. Unnötig. Nein, Leichenhalle. Es ist vorbei. Ich kann das nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute.